Die Kamera läuft, hier ist Robert Götz. Ah, Matuszewski auf YouTube, der zensurfreisten Plattform der Welt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wer mich nicht kennt, wer mich noch nie gesehen hat, ich bin hier der Facility Manager. Ich bin linksstaatlich und zivilcouragelich. Ich bin für die Demokratie und ich unterstütze diese tolle Regierung, die Nichtrechten, also die Unrechten. Ja. Und ich bin gegen Verschwörungstheoretiker und für Ignoranzpraktiker. Es kann so einfach sein. Und natürlich bin ich gegen Assad, gegen Trump, gegen Putin und gegen die Alternative für Deutschland. Punkt, aus, Ende. Ja, wir haben hier eine Tradition, die werde ich manchmal am Anfang und am Ende nutzen. Oder ich nutze sie am Anfang und am Ende, manchmal vergesse ich es auch. Und die Tradition werden wir heute mal gleich zu Beginn starten, nämlich ob alles gut wird, dann spricht der Herr Pressley zu uns. So. Thank you, ladies and gentlemen. Es wird alles gut. Wir müssen da bloß noch hin. Jetzt möchte ich aber zuvorderst einmal Danke sagen für das Wasserglas, was mir Martina hier gerade reicht. Juhu, danke, Prösterkins, auf euch. Und Danke sagen an alle, die beim großen Zuschauertreffen dabei waren, nämlich am Wochenende, langes Wochenende. Ich war ja hier zusammen mit dem digitalen Chronisten Claudius Fabig, Anna und Petra, unsere Rot, ja, 2.500, 3.000 Kilometer quer durch Deutschland. Von Berlin ging es los nach Hamburg, von Hamburg nach Hannover, von Hannover nach Köln, von Köln nach Stuttgart, von Stuttgart nach München, von München nach Erfurt, von Erfurt nach Dresden, von Dresden nach Berlin. War toll, 510 tolle Menschen waren da. Ihr habt mich wahrscheinlich nicht gesehen, die ihr da wart, weil ich war im Hintergrund, kontrollieren, observieren, überwachen, ja so, ja. Ja, aber das war irre, war wirklich irre. Martina war ja auch dabei. Martina hat ja zwischenzeitlich immer Tränchen in den Augen gehabt. So viele Umarmungen und Selfies und Autogramme und Verlosungen. Und es war irre. Und wenn ihr gerade dabei seid und euch ärgert und sagt, warum war ich nicht dabei? Ich war ja krank. Wenn ihr gerade krank wart oder seid und nicht dazustoßen konntet, dann wart ihr ja krank, könnt ihr nichts dafür. An dieser Stelle gute Besserung an alle, die gerade krank sind, nicht gut drauf sind. Ja? Auch wenn sie gar nicht kommen wollten. Trotzdem, wenn ihr krank wart oder seid, werdet schnell wieder gesund, kommt wieder hoch. Wir brauchen euch, denn wir halten zusammen, bleiben standhaft, optimistisch und voller Tatkraft. Und hier kommen die Nachrichten. Ja, Slava Ukraina, ja, die Ukrainer haben ein paar Drohnen nach Moskau geschickt. Voila, Alhamdulla, und haben einfach mal Zivilisten angegriffen. Ja, die Hochhäuser, wo Menschen wohnen, so Minot, Junot, mir nichts, dir nichts, ja. Jeder Russe, schlecht, die kann man ruhig umbringen. Haha, in alter Tradition an Bomber Harris, finde ich gut, ja, das ist wirklich toll. Also, muss ich wirklich sagen, also, das ist gelebte Demokratie und da schicken wir gerne Waffen hin, unterstützen die gerne mit Geld. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wenn ihr Steuern zahlt in diesem Land und ihr tut es jeder zahlt Steuern, dann habt ihr auch diesen Drohnenangriff mitfinanziert. Da kann man doch viel besser einschlafen, oder? Da schläft man doch viel ruhiger, wenn man weiß, dass da Frauen und Kinder und Babys, ja, und Behinderte und Alte und ganz normale Männer und Frauen ganz normal, ja, von Drohnen aus der Ukraine in Moskau angegriffen werden und umgebracht werden sollen. Also besser kann es doch gar nicht laufen. Ich finde das toll und habe diesem Thema auch ein extra Video gewidmet auf meinem Zweitkanal. Robert Götz-Matuszewski, Premiere. Ja, der Herr Söder, nächste Nachricht, CSU, toll, toll, toll. Die haben ja gesagt übrigens, ja, hier, wir müssen Patriotismusprogramm auflegen, CDU, CSU. Wir müssen jetzt die Deutschlandfahne mehr zeigen. Hier, wo ist sie denn hier? Die Deutschlandfahne hier, die hier, ja, die da, ja. Dieser NAZI-Lappen. Und wir müssen das deutsche Lied gut stärken und die Nationalhymne muss öfter gesungen werden. Ja, und dann haben doch diese beim Zuschauertreffen alle sich zusammengetroffen. Ich war dabei, ich habe es gesehen. Und da wurde im Hirschgarten in München, Hirschgarten, Grüße gehen raus, Hirschgarten, hier, Grüße gehen raus, ja. Da hat man dann die Nationalhymne gesungen und dann haben die an Nachbartischen schon ganz böse geguckt. Und dann kam der Kellner und hat gesagt, wenn ihr das nochmal macht, hat mein Chef gesagt, fliegt ihr raus. Wirklich wahr? Deutschland, Mai 2023, zu Pfingsten. Die Nationalhymne, ja. Einigkeit und Recht und Freiheit. Böse Zungen sagen, kann man doch verstehen, weil in diesem Drecksland gibt es keine Einigkeit, kein Recht und keine Freiheit. Gibt es nicht, nein. Ja, aber alles böse Zungen sind nicht meine Worte. Wir sind uns einig, ja. Wir Linken, Linksstaatlichen, Zivilcouragelichen, ja. Also, Hirschgarten gehen wir auf keinen Fall mehr hin, erzählen es weiter und boykottieren diesen Drecksland. Hirschgarten ist toll, da gehen wir jetzt alle hin und finden es klasse. Ja, da kann man gerne die Internationale singen, das kann man gerne machen, ja. Aber doch nicht bitte mitten im Herzen Bayerns in München, ja. Deutschlandhymne, also bitte, was ist denn das? Das war wirklich eine Flachsidee, muss ich wirklich mal sagen, ja. Das darf nur die CDU, CSU, wenn sie es befiehlt und wenn sie es selber macht. Dann ist das okay, dann ist das patriotisch. Aber wenn das Patrioten machen, ja, dann ist das NAZI. Freunde, es kann so einfach sein, ja, also ich meine, bitte. Ich habe heute einige verunstimmende Nachrichten zum Thema Spritzung, die kann ich hier aber nicht vortragen. Geht nicht. Habe ich aber schon gemacht auf YouTube. Kommt bitte auch auf YouTube. Da bin ich Mensch, da kann ich sein. Ihr werdet begeistert sein. Ja. Hier, welche Infektion wird nach Covid auf die Welt losgelassen? Hier ein besorgniserregender Bericht in der Epoch Times über die Jahrestagung der WHO, ja, lässt uns aufhorchen, ja, und zwar sagt er hier,
der Tedros sagte, hier, die Welt sollte sich auf eine Krankheit einstellen, die noch tödlicher ist als Covid. Ja, schön. Ja, wir sind darauf eingestellt. Die Bundesregierung, ich sage jetzt mal wir, also die Bundesregierung hat ja die Macht bei der nächsten Pandemie an die WHO abgegeben. Der Einzige, der dagegen war, war die böse Alternative für Deutschland. Und die Justizministerkonferenz hat am 26. Mai beschlossen, dass nur noch Menschen, welche gegenüber dem Staat die richtige Gesinnung aufweisen, in den juristischen Vorbereitungsdienst aufgenommen werden dürfen. Böse Zungen sagen, Moment, gegenüber dem Staat, der Staat ist das die Staatsfläche, die Staatsgrenze und das Staatsvolk. Ja, es ist nicht die Regierung, also von daher ist das eigentlich Eigentor. Denn wer dem Staat gegenüber positiv eingestellt ist, ja, der unterstützt nicht die Regierung, weil die Regierung ja gegen diesen Staat arbeitet, gegen Staatsvolk, gegen die Staatsgrenze und gegen die Staatsfläche. Aber Freunde, alles böse Zungen sind nicht meine Worte. Dann möchte ich mal ein herzliches Dankeschön an Stefan Reis sagen. Danke, 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 lieber Stefan. Und hier ist eine amtliche Anweisung an Ärzte und Apotheker angeblich geleakt worden, dass man Risiken bei der Spritzung nicht ansprechen soll. Darüber etwas ausführlicher auf YouTube. Und ich sage danke an Christian Meyer. Vielen herzlichen Dank. Und ich möchte mich bei Deleske, Matthias und Birgit auf das Herzlichste bedanken. Und Freunde, gute Nachrichten. Also wenn ihr jetzt sterben solltet oder irgendein Verwandter, das wären jetzt natürlich keine guten Nachrichten, aber gute Nachrichten. Würdet ihr jetzt sterben, dann hättet ihr auf jeden Fall den Ausblick auf einen würdevollen Transport zum Friedhof, ja, oder zum Krematorium, ja. Ich meine, wer wünscht es sich nicht, ja, so einen würdevollen Transport in einer schönen großen Mercedes-Limousine oder einer schönen Cadillac-Limousine, ja. Oder noch besser, hier, was ein Kasseler Unternehmer macht. Ein Kasseler Bestatter transportiert Verstorbene mit einem Lastenrad. Also würdiger geht's doch nicht, oder? Patienten vor falscher Spritzung bewahrt Arzt seit über einem Jahr in U-Haft. Ja, also der hat hier irgendwelche Stempel gemacht in Impfpässe. Ja, die Info gab es aber nicht. Ja, der wurde abgeholt, ist ins Gefängnis gesteckt worden, sitzt da seit einem Jahr. Ich würde sagen, er soll verrotten. Ja, sowas macht man nicht. Ja, böse Zungen sagen, ey, Moment mal, neulich hat ein Somalier eine Frau vergewaltigt und ist 2 Jahre auf Bewährung. Und der bleibt im Gefängnis. Ja, Freunde, das eine ist das eine und das andere ist das andere. Alles andere ist russische Propaganda. Herr Esken von der SED, SPD sagt, unsere Parteivorsitzende, Frau Esken, Parteivorsitzende Saskia Esken hat Twitter verlassen, weil sie es nicht weiter vertreten könne, ihre Reichweite einem Unternehmen zu schenken, das immer weniger bereit sei, mit seiner Plattform rechtsstaatlichen Prinzipien und demokratisch legitimierten Regeln zu folgen. Böse Zungen sagen, nein, du stellst nicht Twitter deine Reichweite zur Verfügung. Mal nachdenken, Esken. Esken, pah, Flitzpiepe. Twitter stellt dir seine Reichweite zur Verfügung. Und genauso verdreht, wie du das dargestellt hast, ist auch hier dieses Gestammel mit rechtsstaatlichen Prinzipien und demokratisch legitimierte Regeln. Ja, es ist nämlich demokratisch in Wirklichkeit und rechtsstaatlich, wenn man seine Meinung frei äußern kann und es nicht nur eine Seite gibt, nämlich die linksfaschistische. Aber das sind alles böse Zungen, es sind nicht meine Worte. Ganz schlimm, die AfD hat in Thüringen laut Umfrage Alternative für Deutschland 30% und die Grünen hätten nur 4%. es ist misslich und die FDP fliegt auch raus, wenn es gewählt werden würde, denn die haben nämlich nur 6%. Aber bis dahin werden sie es noch auf 4 schaffen. Im positivsten Sinne. Und hier dann der FDP-Politiker, Mitglied im Rat der Agora-Energiewende. Lukas Köhler, Grüße gehen raus, fordert den Emissionshandel für Gebäude und Verkehr auf 2024 vorzuziehen, also in einem halben Jahr. Die Folgen für uns Bürger sind verheerend, ja. Ja, ich meine, der Mann will doch auch Geld verdienen. Also bitte, bitte. Ich meine, wenn die Frau von Söder an den Masken Geld verdienen kann, ja, und der Mann von Spahn an den, auch an den Masken und so weiter, warum soll der nicht auch bitte mal so ein kleiner FDP-Lokalpolitiker, der Lukas, auch mal ein bisschen Geld scheffeln? Finde ich alles gut. Ich finde es gut. Hier. Wissen nicht, was passieren kann, wenn wir unzählige Windräder aufstellen. Experimentalphysiker schlägt Alarm. Gerd Ganteföhr ist Professor für Experimentalphysik und lehrte unter anderem an der Universität Konstanz und der Johns Hopkins University, Baltimore, USA. Der Autor von rund 150 Fachartikeln und so weiter und so weiter und so weiter sagt hier, mehr Windräder gleich weniger Wind, gleich weniger Niederschlag, gleich mehr Erderwärmung. Diese Rechnung macht ein Professor. Freunde, das ist zwar richtig, stimmt aber nicht. Ja, und dann gibt es ein Video, was veröffentlicht wurde,
Und da haben Mitarbeiter in der Stadt Maricopa, ich glaube, das ist Arizona, Wahlmaschinen, die versiegelt waren, geöffnet, die Chips rausgenommen, umprogrammiert, wieder reingesteckt. Alles gut, gefällt mir. Und hier, Spaniens Ministerpräsident Sanchez löst überraschend das Parlament auf. Warum? Weil die Rechtsstaatlichen auf dem rechten Weg befindlichen bei den Kommunalwahlen dramatisch gewonnen haben. Und das ZDF schrieb noch am 27. Dezember 2021, mRNA-Impfstoffe langfristig Nebenwirkungen ausgeschlossen. Jetzt schreibt der ZDF am 4.12.22, ein Jahr später, Long-Covid-Symptome nach Impfung, Behandlung für Betroffene. Freunde, das eine ist das eine 21 und das andere 22. Deswegen heißt es ja auch so schön Wahrheitsmanufaktur. Angeblich würde man Multiple Sklerose bekommen. Wovon erfahrt ihr bei mir auf YouTube? Kann ich hier nicht machen. Und Forschende entdeckten nicht-binäre Menschen aus der Bronzezeit. RND, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Grüße gehen raus, ja. Also Forschende. Das sind immer, die forschen immer, auch wenn sie ins Kino gehen, sind sie Forschende, ja. Böse Zungen sagen, das heißt Forscher, aber ist egal. Entdecken nicht-binäre Menschen aus der Bronzezeit, endlich. Also, wir haben 70 Geschlechter und hier ist es bewiesen. Mir schrieb ein Zuschauer, und zwar den Kommentar, sie fanden ihn friedlich schlafend neben seiner Wärmepumpe und identifizierten ihn anhand seines Impfausweises. Gerhard Schröder sollte ja aus der SPD rausfliegen, ist er aber nicht. Aber was wir geschafft haben, ich sage jetzt mal wir haben ihn nicht zum Parteitag zugelassen. So, keine Einladung. Schröder darf nicht zum SED-Parteitag. Gefällt mir gut. Und Jane Fonda haut's raus hier. Während einer Diskussion hat bei den jüngsten Filmfestspielen von Cannes in diesem Jahr, machte Jane Fonda Rassismus und weiße Männer für den Klimawandel verantwortlich und sagte auch, dass die Umweltkrise ohne das Patriarchat, die alten weißen Männer, nicht existieren würde. Besitzungen sagen, gut, super, Jane Fonda, in drei Worten dreimal diskriminieren, alt, weiß und Männer, ja, schön, super, gratuliere. Was hast du denn geraucht? Aber es sind alles böse Zungen, sind nicht meine Worte. Verfassungsschutz, Linksextreme drohen mit schweren Krawallen am Mittwoch in Leipzig. Grüße gehen raus. Antifa und ich meine Gewalt, das sind so Worte, also bitte hier. BlackRock kauft still und heimlich ganze Ukraine auf und nennt das Wiederaufbauplanung. Auch das ist richtig, stimmt aber nicht. So, dann hier, die Polizei versiegelt rechtswidrigerweise den Gedenkstein für die Impfopfer in Zinnwald-Georgenfeld. Was ist passiert? Da wurde ein Gedenkstein für die Corona-Spritzopfer und so weiter aufgestellt. Der sollte abgerissen werden. Jetzt hat ein Gericht entschieden, das wird nicht abgerissen. Jetzt kommt die Polizei und sagt, wir versiegeln. Ja, Freunde, das Ding kommt weg. Es ist so einfach. Und ein Alternative für Deutschland-Politiker hat herausgefunden, dass ganz viel Aluminium im Regenwasser drin ist, was da normalerweise nicht drin ist. Freunde, auch das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Und er behauptet zudem, dass es Chemtrails gäbe. Nein, es gibt Geoengineering, aber doch keine Chemtrails, bitte. Gute Nachrichten von Herrn Wladimir Zelensky. Er sagt, und das finde ich gut, Zelensky sagt, Sturz von Wladimir Putin voraus. Na also, ist bald alles gut. Sehr gut. Und der böse Wladimir Putin, Vlad der Fehler, ja, hat Erdogan zum Wahlsieg gratuliert. Das ist schlimm. Ja? Der Erdogan ist ja gegen den Deep State. Das gefällt mir überhaupt gar nicht. Und der österreichische Zivilschutz, an dieser Stelle ganz liebe Grüße nach Österreich zu meinen lieben, lieben Zuschauern. Der österreichische Zivildienst sagt, haben Sie mindestens 500 Euro Bargeld zu Hause. Es könnte bald ein Blackout geben. Und der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes, Sergei Jewgenewitsch Narschkin, sagte, die Angelsachsen sollen sich zum Teufel, Entschuldigung, sind nicht meine Worte, verpissen. Man sollte den Angelsachsen raten, ihre internen bürgerlichen Konflikte zu lösen oder noch besser zu ihrem alten Freund zu gehen, zum Teufel. Also Freunde, was ist denn da los? Das gefällt mir ja überhaupt gar nicht. Und hier, Berufsschullehrer, darf ich auf 140 Quadratmetern wohnen? Ja, dass ich das mache, ist mir schon fast peinlich. Ja, ist auch peinlich, auf so beengten Raum zu wohnen. Ja, verstehe ich. Hannelore Hoffmann, du bist krank. Ich wünsche dir gute Besserung. Und Baron Bier, danke für deinen tollen Kommentar. Und die Ausstellung, die Nürnberger Prozesse, die läuft hier gerade. Unter anderem wird hier geschrieben, bemerkenswert ist, dass es die Sowjetunion war, die darauf bestand, den Prozess gegen die Verbrecher zu führen, während der Westen zunächst darauf bestand, die Verbrecher ohne Prozess hinzurichten. Ja, das ist ja auch viel demokratischer, ja. Kann nicht viel Federlesen machen, also bitte, einfach weg damit. Hier, komm, hier, Freunde, hier, muss ich euch zeigen, hier. Voilà! Ja, da schöpft dein Freund und Helfer, die Person in Uniform, Kraft, ja.
und tanzt mit unseren Gästen einen Tanz. Ja, sie können sich erholen, weil es war sehr kräftezehrend in den 3 Jahren während der Pandemie. Ja. Menschen, die für Frieden, Freiheit, Liebe und gegen das Infektionsschutzgesetz und gegen Russland-Sanktionen und gegen Waffenlieferungen auf die Straße gehen und gegangen sind, zu verprügeln, ja, und mit Pfefferspray zu bearbeiten, ja, und grundlos festzunehmen. War anstrengend. Und da trifft man sich doch mit seinen arabischen Freunden und Alhamdulillah und tanzt mit ihnen. Ich finde das gut, wichtig, das hat auch was mit Integration zu tun. Und danach hat die Polizistin und der Polizist bestimmt ganz doll viel mehr Autorität. Mit Sicherheit. Schön. Freunde, kann so einfach sein. Ich mache jetzt weiter. Wir werden heute noch eine Live-Sendung kontrollieren, observieren, überwachen. Hier meine ganze Truppe im Bundestag. Da ist nämlich wieder dieser eine hier, Claudius Farbig, hier, der Buchautor. Unter anderem mit dem digitalen Chronisten zugange um 20 Uhr auf allen Kanälen beim digitalen Chronisten. Rückschau der großen Zuschauer. Roadshow in 7 Städten. Und in 13 Bundesländern waren wir übrigens. Ja, 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 ja. Und es gibt aber auch wahnsinns neue Nachrichten. Unter anderem hat sich unser Herr Bundespräsident mal wieder richtig gezeigt, ja. Was der so drauf hat. Das werden wir dann auch zeigen. Ihr werdet begeistert sein. Tolle Sendung heute Abend. Ich freue mich, aber ich drehe die alle noch auf links. Ihr werdet sehen. So. Grüße von Bruno, Kevin, Jerome und meiner lieben Frau Martina. Gute Besserung an alle Kranken. Und wir bleiben weiter standhaft, optimistisch, voller Tatkraft und wir halten zusammen. Punkt aus, ändert Barbings. Toll bei der Roadshow. Boah, diese vielen Umarmungen. Ja. Also ich habe es ja nur gesehen. Ich war ja im Hintergrund. Kontrollieren, observieren, überwachen. Aber ich habe es gesehen. Etwa schön. Freue mich auf euren Kommentar, auf euren Daumen hoch. Immer dann denken, Daumen hoch ist eigentlich Vorherrschaft der weißen Rasse. Deswegen ist der hier auf YouTube schwarz. Deswegen passt das wieder. Und meine lieben Unterstützer, nur dank euch ist meine Arbeit überhaupt möglich. Vielen Dank von Herzen für eure ganz kleine oder große Unterstützung. Es hilft und motiviert. PayPal und Konto hängt hier dran. Danke für die Mühe. Und ich mache jetzt weiter. Ihr macht weiter und alles ist gut. Oben haben wir ja schon befragt. Jetzt kommt die wichtigste Botschaft überhaupt. Ich, Robert Götz-Matuszewski, the Shadowman im Bundestag, hab euch lieb. Punkt. Aus. Ende. So. Und wir knarren gegen Putin. Ja. Von wegen, der Bundestag ist geistlos. Wir haben hier Geister, Gespenster. Ja. Und wir ölen nicht. Bin weg. Tschüss, Freunde.